ゼブス。ゾーナオトイストビエダダ。And ヤホイテイスト、ショーン、ツベルステ。ツベルステアムオクトーバー。And ja, nächste Woche werde ich in Dresden Halbmarathon laufen. Und ja, also morgen oder dieses Wochenende müssen ich ja viel laufen oder üben. Ja, aber worüber ich heute sprechen ist, dass über ein Thema, das ich am Deutschkurs diese Woche gesprochen habe. Und das ist über Gefühle und Entscheidungen. So, wenn du zum Beispiel dich etwas entscheidest, entscheidest dich etwas oder wie triffst du eine Entscheidung, so zum Beispiel mit deinem Gefühl oder mit deinem Verstand, ja. Und das war interessant für mich. Werde ich eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung mit meinem Gefühl besonders oder überhaupt meinem Gefühl treffen, weil ja das ist sehr schwierig auch zu sprechen. Ich müsste hier vielleicht einmal schreiben und besser zu vorlesen. Anyway, so mit Gefühl, so nicht so mit Verstand oder mit meinem Gehirn. So, ich oft natürlich denken ist wichtig, aber wenn du hier nach Deutschland kommen möchtest, dann ist es vielleicht besser einfach nach Deutschland zu kommen. Ja, natürlich gibt es andere Dinge, die du denken müsst, aber wenn du schon einmal daran denkst, dass du nach Deutschland kommen möchtest, dann besser, ja, so sollst du hier nach Deutschland kommen. Sonst willst du in der Zukunft denken, dass du in der Vergangenheit nach Deutschland kommen sollte oder so. So bereue ich? Regret. Ha. So. Ja, du. Ich würde sagen. Du musst entscheiden. Ohne Regret. Ohne bereue. Reue. Ich habe vergessen. Entschuldigung. Und. Ja, das ist wichtig. So, ohne Reue. Ohne Regret. Und. Was noch? Und zum Beispiel, und das andere interessante Thema, das ist was, so was würdest du sagen, zum Beispiel, wenn dein Freund nicht so einfach entscheiden konntest, was würdest du sagen, dein Freund, so, du folgst deinem Gefühl oder du folgst deinem Verstand oder du sollst, deine Situation schauen und du musst ja oder so. So, welche Empfehlung gibst du deinem Freund, wenn er oder sie nicht so einfach entscheiden kann? Oder ja. Oder wie entscheidest du dich eine Dinge? Oder Empfehlung? Oder Vorschlag? Ja! はい、ちょっと今ドイツ語でうまく言えなかった気がするんで、少しちょっとこの意思決定というか感情と、まあ、決定について少しもう一回復習をして、まあ
一応ドイツ語ですでに日記は書いたんですけれども、しっかり文が多分できてなかったと思うんで、そこら辺も直して、まあ、単語も復習していこうかなと思います。で、今回まあ動画にしたのは結構面白いかなと思ったテーマで、まあ、テーマだからまあこういう風に動画として、まあ、あと日記にもテーマにしたんですけれども、まあ皆さんはどういう風に決めますか？何か物事を決めるときに、まあ、直感というか感情に従うのか、あるいはまあ、しっかり論理的に考えて決めるのか、まあ、もちろんそれは何を決めるかによって変わるかと思うんですけれども、結構こういうのを例えば自分が習っている言語とか、まあ、英語でもいいですし、ドイツ語、僕だったらドイツ語、あとはフランス語とか、まあ、そういった言語でそういう、まあ、こういうテーマがあるよっていうので、なんか独り言でもいいですし、まあ、こういうビデオの前で、あ、僕だったらこういうふうに決めますみたいなので、話すのもいい、面白いかなと思いました。でもう一つ、まあ、だからこういう例えば2つから1つに絞らなくちゃいけないときに、まあ、そういう1つのことを決める友達がすごい悩んでいて、例えば転職した方がいいのか、今の仕事にいた方がいいのかっていう依頼が、まあ、相談があったときに、まあ、あなたならどういうふうなアドバイスをしますかっていう、まあ、テーマをドイツ語の授業で話しまして、まあ、ちょっとそこら辺もうまくいって伝えたかったんですけれども、ちょっと今まだまだちょっと練習不足で、まあ、授業中の時もまあこんな感じというか、まあ、ただ結構なんか話せるというか、伝えられはしてましたね。多分今ほどひどくなかったんじゃないかなっていうふうに思います。まあこういうテーマとかいろいろまた共有していって、まあ、皆さんの結構こういう何かトピックが与えられて、それに対して自分の意見を言うっていうのは、まあ、言語に限らずこれからというか社会人になる上でも、まあ、大事なのかなと思うので、あとはいい訓練になると思うんで、まあ、これからも共有していこうかなと思います。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。ダンシュネスポッヘンデー。